Ja, wir befinden uns ja aktuell nach wie vor im Transformationsprozess. Offiziell hat er seinen Start am 1.10.2020 genommen. Heißt also jetzt roundabout ein halbes Jahr. Und man muss schon sagen, wir sind noch mittendrin. Transformation heißt wirklich, eine komplette Umwandlung des gesamten Unternehmens weg von bisher eher funktionellen Aufteilung hin zu einem ganz anderen Zusammenarbeitsmodell, in dem es eine End-to-End-Verantwortung gibt, in dem es eher geschäftsbereichbezogene Aufgaben gibt, wo von A bis Z Richtung Kunde alles zusammengefasst ist, sodass es nicht mehr dieses frühere Bereichsdenken gibt, sondern eher ein ganzheitliches Denken. Es wird eine Eigenverantwortung in die Teams gegeben. Die Hierarchien sind größtenteils aufgelöst worden. Teams bilden selber ihre Strukturen, indem sie auch selber wählen, wen sie als Chapter Guide oder als Squad Owner haben wollen. Das zeigt also, es ist nicht mehr dieses starre Hierarchische, sondern wirklich eher eigenverantwortlich, agil und wirklich auch sehr flexibel. Und das betrifft wirklich jeden. Vom Vorstand bis zum Azubi kann jeder die Auswirkungen dieser Transformation spüren. Das sollte man sich vorher bewusst machen, dass unser Unternehmen sich gerade in diesem Prozess befindet und das halt auch unheimlich viel Chancen birgt, weil sich für alle was verändert. Ja, was wir ganz spannend finden, sind die Bewertungen, die jetzt über Kununu dann auch sichtbar sind. Da gab es in der Vergangenheit, in den letzten Monaten durchaus einige positive, die uns besonders gefreut haben, wo dann die Bewertungen auch nahezu bei 5 Punkten sind, wo es dann heißt, guter Arbeitgeber und dazu auf einem besseren neuen Weg. Wir sind sehr mutig für Veränderungen oder eine andere Stimme, die sagt, eine neue Strategie mit spannenden Herausforderungen. Wir haben ein großes Ziel und sind konsequent in der Umsetzung. Eine andere Stimme sagt, jeder kann den Wandel mitgestalten. Es ist eine total große Aufbruchstimmung zu merken. Die Leads ergänzen sich gut, sprich also die People Leads und die Tribe Leads. Und es liegt an einem selber, was man draus macht und wie man sich da einbringt. Das hat uns halt total gefreut als positive Feedbacks. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch kritische Stimmen. Das ist ja ganz klar. Das gehört zu jedem Veränderungsprozess. In Kununu sichtbar beispielsweise sind so Kommentare wie, dass die Veränderungsgeschwindigkeit zu hoch ist. Das versteht sich ja auch von selbst. Wir sind jetzt Jahrzehnte in einer anderen Struktur gewesen. Dass das jetzt zu ganz viel Veränderung führt, das ist für den einen oder anderen sicherlich zu schnell. Und was man auch sagen muss, die Transformation wird nach 6 Monaten noch sehr unterschiedlich gelebt. Die einen sind da schon sehr schnell, andere brauchen etwas länger in ihren Themen. Da kann schon mal der Eindruck entstehen, dass sich vielleicht noch gar nicht so viel verändert hat. Aber auch da wird sich sicherlich über die Zeit noch einiges ergeben. Dieses Beharren auf alten Strukturen und Prozessen gehört ja auch dazu, dass der ein oder andere dann vielleicht sich ein bisschen schwerer damit tut, alles auf den Prüfstand zu stellen und sich komplett neu zu orientieren. Und das, was in Kununu sichtbar ist, spiegelt eigentlich auch so die Realität bei uns im Unternehmen wider.